So, ihr Lieben, heute begrüße ich euch mal bei mir zu Hause. Heute haben wir mal ein ganz anderes Video, als ihr sonst von mir kennt. Und ich bin total dankbar, dass ich Unterstützung habe, dass meine Freundin, die geistige Heilerin und spirituelle Beraterin Solve, die magische Feuerperle. Puh, allein schon der Name ist doch Wahnsinn, oder? Und deswegen bin ich total gespannt, was das damit auf sich hat und was es bedeutet. Deswegen sag mir das. Erzähl uns das doch mal bitte hier. Ja, genau. Also Solve ist mein Ursprungsname und jeder Mensch hat aber eigentlich einen Ursprungsnamen und übersetzt heißt er eben die magische Feuerperle. Und das Besondere am Ursprungsnamen ist, dass dieser deine ganzen individuellen Qualitäten und Fähigkeiten beinhaltet. Also wenn du dich so nennst oder auch so ansprechen lässt, dann wird eben dein ganz besonderes individuelles Wesen mit seinen ganzen Qualitäten angesprochen. Ja. Ja, total toll, total das spannende Thema. Auch da kann man ja vielleicht nochmal irgendwie extra drauf eingehen. Auf ihrem Kanal findet ihr natürlich da auch noch weitere Infos zu und Links und wir können das ja auch hier unten drunter verlinken dann. Warum nicht natürlich? Ich bin halt voll ungeübt. Ich muss noch üben. Das ist mein erstes YouTube-Interview und ich freue mich, dass du da bereit bist, das mit mir zu machen. Und deswegen, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Deswegen verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so gut in der Moderation bin, ich übe noch, ja. Okay. Und wie bist du denn jetzt auf diesen spirituellen Weg gekommen? Ja, also das war so, dass ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und meine Mutter war eben schon immer spirituell interessiert und dadurch habe ich halt als Kind schon ganz viel mitbekommen in dieser Richtung. Und ja, das war dann auch so, ich war dann eben ganz offen schon für die Themen, schon seit früher Kindheit. Und tatsächlich haben sich dann eben in meinem Jugendalter auch so ein paar übersinnliche Erfahrungen bei mir immer mehr gezeigt. Also ich habe dann zum Beispiel verschiedene Wesenheiten wahrgenommen und ja, so habe ich einfach gemerkt, ja, es gibt wirklich mehr als diese Materie hier. Ja, ja. Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Und ja, dann hat sich das einfach so entwickelt, dass du jetzt auch wirklich halt eben gewisse Fähigkeiten hast, die du auch weitergibst, also besondere Heil-Sessions. Und wie sieht das dann sowas bei dir aus? Genau, also das war auch geführt bei mir, dass diese Heilfähigkeit wieder freigelegt wurde, mittels heiliger Geometrie, falls dir das irgendwie was sagt. Sag mir was, ist auch ein sehr spannendes Thema, auch ja. Wieder sehr spannend. Umfangreich. Ja. Genau, konnte das dann eben wieder freigelegt werden, sodass ich das jetzt einsetzen kann und wirken kann an Menschen. Aber im Prinzip ist es so, dass da gar nicht ich wirke, sondern ich diene eigentlich nur als Kanal für die göttliche Heilenergie. Und ja, die kann eben durch mich fließen und ich habe da so eine Technik, dass eben durch bestimmte rhythmische Bewegungen meiner Hände diese Energie speziell an die Bereiche geleitet werden kann, am Menschen, wo halt eben diese Ursache liegt. Weil es ist eben so, dass das geistige Heilen setzt auf geistiger Ebene ja an, wo für mich immer die Ursache liegt, also der Ursprung der Krankheit. Und ja, es kann natürlich dann manchmal auch einige Zeit dauern, bis dies auf die leibliche Ebene runterkommt und sich dort eben auch zeigt und manifestiert. Genau, und ja, in so einer Heilsession bei mir, da kann man persönlich direkt vorbeikommen. Ich kann das aber auch per Fernheilung durchführen und dazu errichte ich dann immer erstmal meinen Heilkreis und lade den Mensch dann eben direkt oder feinstofflich ein zu mir und wirke eben auch mit den vier Elementen. Und Gott wirkt natürlich durch mich und ja, dann bekomme ich manchmal eben ganz gezielte Informationen noch dazu, Bilder oder sehe bestimmte Ereignisse, die den Menschen dann noch weiterbringen. Denn letztlich gebe ich nur Impulse und der Mensch soll eigentlich dahin gebracht werden, dass er sich eben selbst helfen kann. Sehr schön, genau. Sehr schön. Das klingt total toll. Das möchte ich auch tatsächlich, du hast mir das schon mal vorab angeboten, dass ich das auch mal machen könnte bei dir. Ja, sehr gerne. Und das würde ich total gerne in Anspruch nehmen, weil es klingt ja wirklich total spannend. Und ich habe auch schon Erfahrungen mit solchen Themen gemacht und habe auch selber schon
Fernheilungserfahrung macht auch schon seit der Kindheit und deswegen weiß ich absolut, von was du redest und freue mich, wenn wir uns da gegenseitig austauschen können. Ja, sehr gerne. Und ja, und auch unsere Techniken uns auch mal gegenseitig erklären können und sehr spannend, also wirklich toll. Und ja, genau. Und dann berichten wir und ich auf jeden Fall erstmal, also weil sie ist da ja schon wirklich schon dabei länger. Ja, ja, du bist da länger dabei, du bist da einfach schon total gefestigt und ich bin ja noch erstmal dabei, jetzt mich überhaupt zu zeigen und ja. Ja, aber ich nehme das sehr gern trotzdem auch mal in Anspruch und würde auch gerne zum darüber Üben berichten. Ja, ja, klar. Ich bin mir sicher, da ist schon mehr als Übung. Ja, gut, ja, es sind schon auch, habe ich schon öfter mal gemacht, aber ja, ich bin irgendwie so ein bisschen, ich mache das, möchte es eigentlich gar nicht so anbieten. Ich glaub, aber mir zumindest mal. Ja, weil das irgendwie so, bisher ist das alles nur für mich. Das ist ja, ja, geistige Sachen sind ja, ist ja innere Arbeit. Ja, und ja, an sich selbst, genau. Und auch deswegen, ich bin da eigentlich eher mit mir selbst beschäftigt bisher gewesen in meinem Leben. Und habe natürlich hier und da mal Freunden und Bekannten geholfen oder versucht zu helfen. Und die, die mich kannten, die mich gefragt haben und so weiter, das habe ich schon gemacht. Aber bisher hatte ich noch nicht so diesen richtigen Impuls, das noch weiter wirklich mal auch rauszukommen und überhaupt zu erzählen davon und zu berichten. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich jetzt das Interview mit dir machen kann, weil ich jetzt so endlich mich mal traue, hier vielleicht mal ein Video hochzuladen. Und ja, vielleicht inspiriert es ja jemanden von euch. Das würde mich sehr freuen. Und ihr müsst auf jeden Fall mal bei ihr vorbeigucken, weil das ist wirklich inspirierend. Und da gibt es schon viele, viele tolle Videos über Dualseelen, über Nahrung. Wie kann ich selber Nahrung herstellen? Auch über die göttliche Verbindung und so weiter. Also wirklich spannende Themen, spannende Videos. Und wir haben jetzt auch vor, nochmal öfter mal ein Video gemeinsam zu machen, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir uns sehr gut ergänzen und viele einfach auch in unserer Freundschaft ja so viel, ja, spannende Sachen. Wir haben die gleiche Richtung, aber ganz verschiedene Techniken. Trotzdem individuell, jeder, genau. Ja. Und deswegen ist es so schön, sich auszutauschen und auch vielleicht schön zuzuhören, weil jeder eben so individuell ist und ihr vielleicht inspiriert seid und euch auch mit einbringen könnt. Und wenn es irgendwas gibt, irgendwelche Themen, wo ihr auch drüber reden möchtet oder eine Anregung an uns, dann bitte her mit der Information und wir werden dann auf jeden Fall drüber reden. Genau. Sehr gerne. Genau. Das war jetzt erstmal so für den Anfang das erste Video und wollen wir jetzt nicht zu lang machen, sondern lieber nochmal ein anderes Mal und jetzt nochmal Bröstchen noch mit so dem Urschluckwellwasser. Genau. Ja, schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zukommen. Tschüss.